Wenn man Hilfe braucht oder in Not ist, dann ist es wichtig, dass ein Arzt oder ein Krankenhaus vor Ort ist. Und zwar ganz egal, wo in unserem Land man lebt. Das weiß ich als Bürgerin und das weiß ich als Gesundheits- und Krankenpflegerin hier am Harz-Klinikum in Quedlinburg. Und genau diese Strukturen brechen im Moment überall im Land weg. Wir erleben, dass Notaufnahmen, Kinderstationen, Geburtshilfe geschlossen wird. Diese Strukturen müssen wir erhalten. Der Fachkräftemangel ist eines der größten Probleme dabei in Sachsen-Anhalt. Egal ob Ärzte, Pflegekräfte, Logopäden, Ergotherapeuten, überall fehlen Leute und das ist ein Problem, was wir ganz, ganz dringend angehen müssen. Ich bin Susanne Schibora-Seidlitz und das ist das, wofür ich kämpfen werde.